Also ich bin hier im Schilcherland, speziell genau hier auf meinem Bauernhof geboren und hier aufgewachsen. Und das Ganze hat eine unglaubliche Freude entwickelt im Zuge des Alltags, dass man Menschen kennenlernt, viele, die in der Kulinarik tätig sind. Und das ist meine Heimat, das ist mein Lebensgefühl, hier im Schilcherland zu arbeiten und zu leben. Durch einen Weinbauern haben wir die Familie Elisabeth und Klaus Egel kennengelernt. Und wir haben uns hier ausgetauscht, dass wir auf der einen Seite hier Milch und Käse machen, auf der anderen Seite hier den Schilcher haben, ob wir nicht irgendwie zusammen hier ein Produkt entwickeln können. Und das war der Beginn des Schilcherlandkäses und eigentlich auch der Kollaboration Käsefreunde, die wir heute sind. Wer guten Käse machen will, muss früh aufstehen. Und das auch im Winter. Denn die Biomilch auf der Hofkäserei Deutschmann im weststeirischen Frauental wird selbstverständlich absolut frisch verarbeitet. Der Grundstein für die Biohofkäserei Deutschmann wurde bereits vor einigen Jahrzehnten gelegt. Als ich hier mit dieser Idee gekommen bin, Käse zu machen, war ich zuerst einmal auf einem Kurs, ganz simpel und einfach, bereits über 30 Jahren. Und es hat mich interessiert, wie man aus einer Milch so viel verschiedenste Produkte herstellen kann. Wie die Technik dahinter, der Prozess, was hier abläuft. Ja. Und so ist dann das Projekt entstanden, der Hofkäserei und der ganze Bau, die ganze Umstrukturierung des Betriebes. Es hat am Betrieb etwas mehr Milch gegeben, als wir verkauft haben in Form von Käse, sodass die Idee geboren worden ist, wir machen größere Laibe, die einfach länger reifen. Und grundsätzlich machen wir eher kleine Laibe. Und wir haben uns herangetastet, einmal eine Form gekauft und dann begonnen mit einem Stück einmal zu experimentieren. Denn man muss ja durchwegs 2-3 Monate warten, dass ich ein fertiges Ergebnis habe. Okay, und so ist dann die Zeit vergangen und irgendwie haben wir gewusst, also wir haben ja schon sehr viel veredelte Käse auch, dass man dieses Produkt veredeln kann. So wie es der Zufall will, sind wir dann durch einen Weinbauern hier zusammengekommen, in ein Gespräch und die Idee, ob man nicht aus dem Schilcher hier mit dem Schilcher ein Produkt machen kann. Und da war mir relativ schnell bewusst, mit diesem großen Käse müsste da etwas funktionieren, wenn man den einlegt über mehrere Wochen. Da müsste sich etwas entwickeln lassen. Und so ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen, von der Idee, von der Produktion des Käses bis hin als fertiges Produkt dann zu diesem Schilcherlandkäse. Ja, ich bin mit Leib und Seele Bauer und ich habe damals 88, 89 einen Stall gebaut, Laufstallhaltung für 10 Kühe. Das war etwas Unvorstellbares, für so kleine Einheiten einen Laufstall zu bauen. Das war ja, wieder etwas fast Experimentelles. Damit wir eine ausgezeichnete Rohmilchqualität herstellen können, brauchen wir zum einen eine gute Weide, aber die Weide beginnt eigentlich schon mit dem Boden. Die Summe all dieser Bemühungen und das Zusammenwirken der Käsefreunde hat einen einmaligen Käse ermöglicht, der die Region Schilcherland kulinarisch widerspiegelt. Na, ich habe hier meinen Lebensmittelpunkt, vieles aufgebaut, viele Freundschaften geschlossen hier. Es ist ein schönes Land und Heimat ist hier, es ist meine Heimat, wo man sich einsetzt, wo man das versucht weiterzuentwickeln und das ist einfach ein Lebensgefühl, das mir sehr gefällt, wo man sich sehr wohl fühlt.